Hallo, heute fange ich mal meinen Rundgang am Western Tor an. Friedrichstraße und Westernmauer ist ja nur eine Baustelle, aber zum größten Teil schon fertig. Ich schätze mal, in einem Vierteljahr dürfte das wohl abgeschlossen sein. Gehe dann durch die alte Torgasse in Richtung Königstraße. Komme zum alten Busbahnhof. Hier sieht es natürlich sehr schmuddelig aus, aber da wird sich wahrscheinlich was tun. Jetzt bin ich hier auf der Königstraße. Die Firma Bröhr ist ja auch wieder am alten Platz und hier ist auch wieder eine Baustelle. Bin jetzt an der Kreuzung Königstraße-Marienstraße. Links das Haus ist sehr schön renoviert worden. Und das ist die neue Zufahrt für die Tiefgarage Königsplatz. Gehe den Weberberg runter zur Paderanlage. Die Sturmschäden sind so weit weggeräumt. Es sieht alles sehr kahl aus. Und das war jetzt der Blick vor dem Sturm. An diesen Anblick im Paderquellgebiet müssen wir uns erstmal sehr gewöhnen. Ich denke aber, dass die Stadtplaner da bestimmt was Gutes hinbekommen. Ich gehe jetzt über den Paderberg zum Marienplatz. Die Eisdiele sieht gut besucht aus. Ich gehe dann weiter in Richtung Rathaus. Nochmal Rückblick in die Marienstraße. Da vorne sieht man schon das Rathaus. Dann gehe ich weiter in Richtung Dom. Auch das Café ist sehr gut besucht. Der Neptunbrunnen am Marktplatz plätschert so vor sich hin. Ich gehe dann zur Michaelstraße. Da unten ist die Michael-Schule. Und hier, da an der Stadtbücherei, ist ja auch der Sturm so stark gewesen, dass hier alles verwüstet wurde. Dafür kann man jetzt die Fachwerkhäuser sehr schön sehen. Ein Blick auf den Dom, die Gaukirche. Das ist jetzt im Schildern. Ich gehe durch den Kötterhagen zum neuen Platz. Das ist der überdachte Kötterhagen. Jetzt ein Rundblick um den neuen Platz. Das Paderborner Theater. Und ein Blick. Barcelona ist sehr gut besucht. Wenn der Bus vorbei ist, kann man schön auf unser altes Rathaus sehen. Ich gehe jetzt in Richtung Marienplatz, dann kann man die schönen alten Wohn- und Geschäftshäuser sehen. Paderborn, fällt mir auf, ist wieder gut belebt. Ein Rundblick auf den Marienplatz und die Mariensäule. Auch hier viele Besucher, die Eis essen gehen. Die Eisdiele ist gut besucht. Auch ich gehe gleich ein Eis essen. Ein Blick in die Rosenstraße und ich gehe weiter die Westernstraße runter, biege rechts ab auf den Königsplatz. Auch hier ist mehr Volk unterwegs. Durch die Gasse gehe ich dann wieder auf die Westernstraße. Links jetzt die Franziskanerkirche mit ihrem Springbrunnen. Dann ein Blick in Richtung Königstraße. Dieser Künstler hat diese vielen Flaggen erstellt. 9 Stunden hat er daran gearbeitet. Und nochmal ein Blick auf die Westernstraße. Ein Rückblick. Und damit endet auch mein Film über den Rundgang von Paderborn.